meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen bei Häkeln mit N. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man diese lustigen Hasen-Eierwärmer häkelt. Ich brauche davon noch zwei, darum habe ich mich ganz kurzfristig entschlossen, nochmal ein Video vor Ostern zu machen. Und ich denke mir, die sind so süß, die kann man auch noch nach Ostern benutzen. Eins habe ich schon, das zweite habe ich schon fertig für die englische Version und für die deutsche Version nehme ich diesen Osterhasen. Für die pinke Version braucht ihr einmal schwarzes Garn in der Stärke 3 bis 4 und pinkfarbenes Garn in der Stärke 3 bis 4. Ich habe auch hier wieder Baumwollgarn genommen. Den Körper häkel ich mit einer 3,0 und die Ohren und die Augen und die Nasenknöpfe häkel ich mit einer 2. Dazu braucht ihr noch eine Nadel und vielleicht noch zwei Stecknadeln, um nachher die Ohren zu fixieren. Wir beginnen mit der Häkelnadel Nummer 3 und dem schwarzen Garn. Zu Anfang bilden wir einen Fadenring. Unter die Masche, unter den Faden durch, Faden holen und die erste Luftmasche. Und da ich zu Beginn zwei Luftmaschen brauche, häkel ich diese auch gleich mit hinein. Jetzt nehmen wir den Fadenring von den Daumen und häkeln weitere 5 feste Maschen in diesen Fadenring hinein, sodass wir insgesamt nachher 6 haben. 1, 2, 3, 4, 5. Die ersten beiden Maschen ist die erste Masche, die wir gebildet haben, also haben wir jetzt insgesamt 6. Jetzt ziehen wir den Fadenring zusammen und schließen das Ganze mit einer Kettmasche, indem wir in die zweite Masche unserer ersten beiden Luftmaschen mit der Nadel hineingehen, den Faden durchziehen, durch alle beiden. Und fertig ist unsere erste Runde. Wir beginnen jede Reihe mit 2 Luftmaschen. In der zweiten Reihe verdoppeln wir jede zweite Masche. Verdoppeln heißt, wir häkeln in dieselbe Masche jeweils 2 feste Maschen. Jetzt haben wir die erste und jetzt kommt die zweite. Und da häkeln wir jetzt 2 feste Maschen hinein. Die nächste Masche, eine feste Masche und in die übernächste Masche wieder verdoppeln, also 2 feste Maschen in dieselbe Masche hineinhäkeln. Das machen wir jetzt, bis die Runde zu Ende ist und schließen das Ganze wieder mit einer Kettmasche ab. Wir beginnen die dritte Runde wieder mit 2 Luftmaschen. Und verdoppeln in der dritten Runde jede dritte feste Masche. 1, 2 und die dritte wieder 2 feste Maschen in dieselbe Masche häkeln. Und das Ganze wiederholen wir jetzt, bis wir auch diese Runde zu Ende gehäkelt haben. 2 und jetzt war das dritte Mal. Wir schließen dann am Ende wieder mit einer Kettmasche und beginnen die neue Runde mit 2 weiteren Luftmaschen. Jetzt haben wir hier noch die dritte. Mit einer Kettmasche schließen. Und nun in der vierten Runde verdoppeln wir jede vierte feste Masche. 1, 2, 3 und die vierte wieder 2 feste Maschen in dieselbe Masche hineinhäkeln. Das machen wir jetzt auch, bis die Runde zu Ende ist und schließen wieder mit einer Kettmasche.
Wir beginnen die fünfte Runde wieder mit zwei Luftmaschen und verdoppeln in der fünften Runde jede fünfte Masche. Das war jetzt die zweite, dritte, vierte und die fünfte zweimal in dieselbe Masche. Auch das machen wir wieder, bis die Runde zu Ende ist. Am Ende schließen wir wieder mit einer Kettmasche und beginnen die sechste Reihe wieder mit zwei Luftmaschen und in der sechsten Reihe verdoppeln wir jede sechste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf und verdoppeln. In dieselbe Masche zwei Maschen hineinhäkeln. Das wiederholen wir, bis die Reihe zu Ende ist. Wir schließen diese Runde mit einer Kettmasche und starten jetzt die achte Runde und verdoppeln nun jede achte Masche. Ich habe die Reihe mit einer Kettmasche geschlossen und die nächsten fünf Reihen werden jetzt in festen Maschen gehäkelt. Runde für Runde beginnt jede Reihe mit zwei Luftmaschen und schließt sie mit einer Kettmasche. Ich habe jetzt die fünf Runden beendet und wir sind jetzt in der 13. Runde. Ich habe den Faden einmal abgeschnitten, weil in der 13. Runde, das ist unsere letzte Runde und da wechseln wir einmal den Faden. Dazu nehmen wir jetzt das pinkfarbene Garn. Ziehen es hier einmal durch. Bilden wie immer zu Anfang zwei Luftmaschen und jetzt können wir diese beiden Fäden hier oben drauf mitlaufen lassen, dann brauchen wir sie nachher nicht zu vernähen. Jetzt häkeln wir noch einmal eine Runde in festen Maschen, schließen das Ganze mit einer Kettmasche ab und sind dann schon mit dem Körper fertig. Das ist jetzt meine letzte Masche und einmal mit einer Kettmasche zusammenschließen, Faden durchziehen, abschneiden und fertig, dabei den Faden lang genug lassen, damit ihr es nachher vernähen könnt. So, das wäre der erste Teil. Nun brauchen wir noch das Gesicht und die Ohren. Wir fangen an mit dem Gesicht und zwar dafür brauchen wir jetzt die etwas kleinere Häkelnadel. Ich nehme hier eine 2,5. Ihr könnt es aber auch, wenn ihr jetzt keine andere zur Hand habt, auch mit der 3 machen. Und nehmen das pinke Garn. Lassen den ersten Teil des Fadens ein bisschen länger, weil den brauchen wir nachher zum ersten Annähen des Auges. Wie ich das meine, versteht ihr nachher, wenn ich euch zeige, wie das geht. Aber das mache ich ganz zum Schluss. Und jetzt brauchen wir drei Luftmaschen, 1, 2, 3 und schließen das Ganze zu einem kleinen Ring zusammen. Das heißt, wir gehen in die erste Masche und machen wieder eine Kettmasche und schließen das Ganze. Dann brauchen wir hier ein bisschen mehr Band, weil das ist nachher unser Teil des Garns, den wir dazu benutzen, um das Auge fertig zu machen. Schneiden das Ganze ab und ziehen es einmal durch. Nicht zu stramm ziehen, in diesem Fall nicht, weil wir das für die Rundung des Auges brauchen. So, das Gleiche brauchen wir ein zweites Mal. Dann zeige ich euch jetzt noch die Nase, die geht im Prinzip genauso. Auch hier wieder am Anfang ein Stück länger lassen, dass man es mit der Nähnadel nachher auf dem Hasenkörper fixieren kann. Und jetzt benötigen wir nicht drei, sondern 1, 2, 3, 4 Luftmaschen, schließen das Ganze zu einem
kleinen Ring zusammen, schneiden den Endfaden auch wieder ab, lassen ihn lang genug, ziehen ihn einmal durch und fertig ist die Vorform für die Nase. Für das Ohr benötigen wir jetzt auch die 2,5 und wir beginnen mit dem schwarzen Garn und brauchen dann später im Anschluss das pinke Garn. Wir beginnen jetzt mit den Ohren. Dazu häkeln wir eine Luftmaschenkette und wir benötigen 8 Luftmaschen und wir nehmen die Häkelnadel 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir benötigen noch eine Wendeluftmasche und gehen nun in die zweite Masche, von der Nadel aus gesehen, in die Luftmasche. Das bildet unsere erste Masche. Jetzt brauchen wir noch 2 feste Maschen, das ist die zweite, 3, 4, 5, Nummer 6 will nicht, jetzt aber 6. Und häkeln jetzt in die letzte Masche unserer Luftmaschenkette 6 feste Maschen hinein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier könnt ihr den Anfangsfaden mit einhäkeln, dann braucht ihr ihn hinterher nicht zu vernähen. Und nun häkeln wir diese Reihe mit festen Maschen wieder zurück. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr hier die erste Masche erwischt. Die verschwindet immer so ein bisschen unter der Rundung. Eins. Das ist mit dem schwarzen Garn manchmal ein bisschen schwierig. Arbeitet lieber langsam, sonst notfalls könnt ihr es ja auch immer wieder aufmachen. 2, 3, 4, brauchen wir ein bisschen Garn. 6 und unsere 7. Jetzt brauchen wir noch eine Luftmasche. Wir wechseln jetzt die Farbe, schneiden den Faden ab und beginnen hier jetzt in der ersten Masche mit dem neuen Garn, mit der neuen Farbe. In diesem Fall nehme ich die pinke, weil das einfach häkeln die ersten beiden Luftmaschen. Und auch jetzt können wir wieder die beiden Fäden mitnehmen. Wer das nicht möchte, der kann sie nachher selbstverständlich später auch vernähen. Und nun häkeln wir auf der anderen Seite wieder zurück, feste Maschen, in jede Masche eine, 1, 2, 3, 4. Die habe ich nicht gut genommen, die da vorne, die mache ich mal nochmal.
jetzt 3. Sechs und die siebte. Und in die erste Masche von den 6, die wir vorher aufgenommen haben, häkeln wir jetzt ein halbes Stäbchen. Und zwar, das ist auch sehr einfach, einmal den Faden drum in die Masche hineingehen. Und jetzt habt ihr 3 Maschen auf der Nadel und durch alle 3 durchgehen. In die 4 folgenden Maschen häkelt ihr jetzt jeweils in ein und dieselbe Masche 2 halbe Maschen, das heißt, ihr verdoppelt. Also einmal verdoppelt und jetzt wieder 2 halbe Stäbchen in dieselbe Masche. Und das gleiche nochmal. Das war jetzt das dritte Mal. Und jetzt kommt das vierte Mal. Na, ich häkel mal ein bisschen fest und von daher ist es manchmal ein bisschen schwierig. So, und in die letzte, in die sechste von der vorherigen Runde häkelt ihr jetzt ein halbes Stäbchen. Und beendet jetzt diese Reihe mit festen Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und in die letzte Masche, die siebte, 7. Jetzt wenden wir das Ganze, häkeln eine Wendemasche und jetzt brauchen wir Kettmaschen, also Faden holen und durch die Masche durch. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Und in das erste halbe Stäbchen darüber in der Masche von der Vorrunde häkeln wir jetzt eine feste Masche. Und in den darauf folgenden Maschen verdoppeln wir jeweils die nächsten 8 und dort, das machen wir, indem wir dort 2 feste Maschen hineinhäkeln. Also 1 und wieder verdoppeln. Die habe ich sehr fest gehäkelt. Jetzt muss ich mal schauen. Zwei. 3, 4, immer 2 Maschen, 2 feste Maschen in dieselbe Masche. 5, 6, 7 und die 8. Und jetzt häkeln wir wieder in dem halben Stäbchen von der Fähring und darüber eine feste Masche und beenden diese Reihe wieder mit Kettmaschen. Und einfach den Faden holen und
durch die vorherige Masche. Ziehen, ich zeige es nochmal langsam. Und hier durch. Und dann ist das Ohr schon fertig. Wir brauchen davon 2 Stück. Und sehen uns dann wieder, wenn ich es fertig habe und wenn ihr das zweite Ohr fertig habt. Zum Schluss noch einmal, ich habe es vergessen, einmal durch. Diesen Faden bitte ein bisschen länger lassen, weil den könnt ihr nachher zum Vernähen des Ohres, zum Annähen des Ohres benutzen. Faden durchziehen und fertig ist ein Ohr. Die beiden Ohren sind jetzt fertig. Bevor es jetzt mit dem Augen und mit dem Gesicht weitergeht, vernäht bitte alle Fäden bis auf diesen hier und diesen hier. Die stören sonst nur nachher bei dem Aufsticken der Augen und der Nase. Ich habe jetzt alle Fäden vernäht und als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man die Augen und die Nase eigentlich relativ leicht hinbekommt, sodass sie auch gleichförmig sind. Und zwar nehmt ihr euer Arbeitsstück. Alle Fäden sind vernäht, aber noch nicht abgeschnitten, stelle ich gerade fest. Und umdrehen muss ich es auch noch. So, ihr habt ja zu Anfang eure beiden kleinen Augen gemacht. Da nehmt ihr jetzt das erste und eure Nase. Den kürzeren Faden, das ist unser Anfangsfaden, den benutzen wir, um das Auge zu fixieren. Dafür empfehlen wir den einmal in die Nadel ein. Und ich habe jetzt jeweils zwischen der 7. und 8. Reihe begonnen, das Auge zu fixieren. Also 1, damit man es dann auch hinterher gleich hinkriegt, ist es schon ganz sinnvoll zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muss ich nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich setze das Auge ungefähr hier an. Das passt so ziemlich von der Höhe und vernähe jetzt einmal provisorisch diesen Faden hier hinten. Da braucht ihr nur 2-3 Stiche machen. Das ist einfach nur, damit der nicht mehr verrutschen kann. Und dann könnt ihr den Faden auch abschneiden schon, weil der vernäht sich gleich mit, wenn wir das Auge formen. Jetzt fädelt ihr den längeren Faden ein. Das ist der Endfaden. Hatte ich ja gesagt, solltet ihr etwas länger lassen. Jetzt wisst ihr auch warum. Fädelt den auch ein. Moment eben. So. Ich habe hier einen Faden nicht richtig erwischt. Also schneide ich ihn am besten nochmal ab. Und probiere es nochmal. So. Jetzt aber. Der erste Stich, den macht ihr einfach nach unten hin. Guckt nochmal, dass das Auge richtig sitzt. So passt es von der Höhe ganz gut. Und nun mit dem zweiten Stich geht ihr von unten in die Mitte des Auges, also in die Mitte des Rings, den wir gemacht haben, und kommt da wieder mit dem Faden hoch. Und jetzt gehen wir wieder hier an die Seite und kommen wieder hier in der Mitte hoch. Das Ganze machen wir so ziemlich einmal rundherum, so lange, bis ihr denkt, dass euer Auge eine schöne runde Form hat. Ich denke, das ist gut so. Zum Abschluss gehe ich dann noch mal hier an die Seite. Ja, das passt. Und vernähe jetzt den Faden wieder hier hinten.
Das gleiche macht ihr dann mit eurem zweiten Auge und dann zeige ich euch, wie man auch genauso einfach den schwarzen Punkt in der Mitte gut fixiert. Die beiden Augen habe ich jetzt aufgenäht und für die schwarzen Punkte in der Mitte braucht ihr wieder die Nadel und den schwarzen Faden. Macht den auch ein bisschen länger. Fixiert ihn auf der anderen Seite. So, und wenn ihr einen guten Halt habt, dann geht ihr in eure Mitte und kommt da mit der Nadel wieder. Dann geht ihr in eure Mitte und kommt da, ich war gerade von der Kamera weg, wieder als erstes raus. Nun sucht ihr euch einen kleineren Faden und geht da vorsichtig mit der Nadel drunter. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Das ist ein bisschen unterschiedlich immer. Guckt, wie es am besten hinkriegt, dass ihr in der Mitte einen Punkt habt. Hier wickelt sich der Faden gerade so ein bisschen auf. Und jetzt gehe ich wieder in die Mitte und ziehe den Faden hier durch. Jetzt können wir schon sehen, das gibt schon den ersten schwarzen Punkt. Das reicht mir aber noch nicht. Also das gleiche nochmal. Ich gehe wieder mit der Nadel. Das ist dann ein bisschen Arbeit, weil das ja schon ein bisschen dicker ist. Hol mir den Faden. Der möchte sich hier im Moment immer ein bisschen aufwickeln. Aber es kommt, weil ich den ein bisschen sehr lang jetzt gemacht habe. Und dann wickelt er sich halt ein bisschen auf, aber mit ein bisschen Geduld geht das eigentlich auch gut. So, erstmal den und dann den. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Ich nehme hier nochmal einen Faden, gehe da wieder mit der Nadel drunter und jetzt reicht es mir, gehe wieder in die Mitte hinein und ziehe den Faden durch. So, jetzt haben wir hier schon eine relativ gute Pupille. Jetzt gehen wir mit dem Faden, fixieren wir den hier erst vorher, fixieren wir den einmal. Wir können den gleichen Faden benutzen, aber wichtig ist, dass man ihn hier an dieser Stelle einmal fixiert, damit man, wenn man nachher auf der anderen Seite zieht, nicht das Ganze zusammenzieht. So, jetzt gehe ich hier durch die Maschen durch. Fixiere den Faden hier dass er auch an dieser Seite fest sitzt ich glaube ich mache den gleich mal ein bisschen kürzer weil der krüttelt sich hier die ganze Zeit auf so und auch hier das gleiche wie auf der anderen Seite, wir gehen in die Mitte, suchen uns einen kleinen Faden hier in den Mittelaußenbereich, fixieren da den Faden und gehen einmal auf die andere Seite. Und den mache ich jetzt gleich noch ein bisschen größer und wenn
ich damit fertig bin, dann zeige ich euch, wie man die Nase aufsetzt. Die beiden Augen sind jetzt fertig. Ich habe den Faden auf der Rückseite noch vernäht und jetzt nehmt ihr euren kleinen Fadenring mit den 4 Luftmaschen und auch hier nehmt ihr wieder den Anfangsfaden, den kürzeren, und fixiert damit erstmal die Nase an der Stelle, wo ihr denkt, dass ihr sie gerne hinhaben möchtet. Ich möchte sie diesmal ein bisschen höher, weil ich die Augen ein bisschen tief gesetzt habe. Also ihr könnt auch ruhig die Augen zwischen der 6. und 7. Reihe aufsetzen. Das müsst ihr halt ein bisschen ausprobieren, was ihr denkt. Und hier nur 2-3 Stiche, das reicht. Der Faden vernäht sich gleich eigentlich automatisch mit. So, und auch hier machen wir das gleiche Prozedere im Prinzip wie bei den Augen, nur dass wir anschließend dann noch die Nase zu Ende mit dem Mund formen. Faden wieder auffädeln, alle Fäden erwischt, gut. Da achtet bei dem Baumwollfaden bitte immer drauf, dass der fädelt sich auch gerne mal auf. Den ersten mache ich auch hier, also ich gucke nochmal, passt es? Wenn ich die passende Stelle gefunden habe, dann auch hier den ersten Stich in die Mitte setzen. Und jetzt braucht man praktisch nur noch von außen nach innen. Und hier kann man ruhig ein bisschen gröber arbeiten. Muss das nicht ganz so feinmaschig machen. So, haben wir da schon. Ich komme mal wieder unter die Kamera. Und da auch. Das ist jedes Mal immer wieder ein bisschen anders, je nachdem, wie der Faden läuft oder wie man auch sticht. Und manchmal ist der Fadenring, wie man den aufsetzt, auch ein bisschen unterschiedlich. Probiert einfach ein bisschen aus. Schaut jedes Mal, wie ist es neu. So, und ich bin mit der Nase, wenn ich den jetzt hier einmal noch durchmache. Achso, passt auf, dass ihr das nicht zusammennäht, sonst müsst ihr alles wieder aufmachen. Mir gefällt die Nase jetzt eigentlich so ganz gut. Sitzt auch schön in der Mitte. Jetzt gehe ich hier einmal drunter, einmal rein in die Mitte und mache jetzt, gehe hier von unten und habe jetzt hier einen kleinen Strich zum Mund, den vergrößere ich noch ein bisschen. Und fange jetzt eigentlich an, den Mund zu formen. Gehe hier nochmal wieder raus. So, und jetzt sind wir fast fertig. Gehe ein bisschen weiter nach oben. Komme im Prinzip an derselben Stelle wieder raus, weil er soll auch ein bisschen grinsen. Und auch das ist jedes Mal immer ein bisschen unterschiedlich, könnt ihr auch unterschiedlich gestalten. Ja, das sollte jetzt nicht sein. Ich habe den Faden wieder eingefädelt. Es passiert jedes Mal immer etwas anderes bei den Aufnahmen, was vorher, egal wie oft ich sie vorher schon gemacht habe, nicht passiert ist. Das ist immer sehr spannend. So, jetzt haben wir auf beiden Seiten hier den Mund von unserem Hasen und ich bin da diesmal ganz zufrieden mit. Und jetzt fixiere ich den noch hier auf der Rückseite, dass der sich nicht zusammenzieht oder wegzieht.
Ja, jetzt noch den Faden vernähen. Und dann seid ihr im Prinzip fast fertig. So, denn unserem süßen Osterhasen fehlen noch die Ohren. Ich fixiere die immer mit einer Stecknadel an der Rückseite, hier auf dem Hinterteil, Hinterkopf, nicht Hinterteil, so lange, bis ich finde, dass sie richtig am Kopf sitzen. Die andere Seite auch noch. Dadurch wirken sie immer, je nachdem, wie man die Ohren setzt, wirken die einzelnen immer sehr unterschiedlich, was ich immer sehr lustig finde. So bin ich damit ganz zufrieden. Ihr braucht jetzt nur noch die Ohren anzunähen und dann seid ihr mit eurem Osterhasen-Eierwärmer fertig. Die Ohren sind dran genäht und der Osterhasen-Eierwärmer ist jetzt fertig. Ich finde, die sind so süß, die kann man auch nach Ostern noch gut verwenden. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich wie immer über ein Like oder ein Kommentar sehr freuen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Selbermachen und hoffentlich bis bald. Tschüss, eure Anne.